Ja, und damit herzlich willkommen hier zu DLB TV. Ja, heute mit was Neueren hier, mit einem neuen Spiel. Das heißt Metro. Ja, hab ich mir heute neu zugelegt und denke mal, ja, ein bisschen Ballerspiel könnten wir natürlich auch mal bringen hier. Ja, das ist, wie gesagt, wieder ein Survival-Ego-Shooter. Und ich bin mal gespannt. Ja, wir werden mal in die Option gehen, was so Schönes gibt hier. So, ja, Steuerung machen wir über Tastatur wieder, wie gewohnt. Und dann werden wir mal theoretisch das Spiel hier anfangen. Ja, wir spielen hier mit Überleben. Munition und Felder sind knapp. Die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Ja, na, das werden wir doch gleich mal so spielen. Ja, auf normal. Jawohl. So, legen wir los hier mit Metro 2033. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Ja, natürlich. Machen wir hier weiter. Hey, Artyom. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissen, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Hab dich! Ja. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. So, angekommen hier in der U-Bahn. Ja, Ratte. Ja, wie gesagt, angekommen hier in der U-Bahn von Moskau, glaube ich. Spiel das ab. Werden wir erstmal einen Hebel betätigen und die Tür aufmachen. Die Scheiße geht hier ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Ja, dann tun wir das doch. Ja. So. Ja, kriechen. Atja, schau in diese Kiste nach Moon und Medipacks. Ja, Munition. Kann man immer gebrauchen. Bereit, Atja. Mir nach. So. Auf nach oben. Ja, machen wir die Taschenlampe an hier. Mhm. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Torak. So. Gasmaske angelegt hier in der Metro. Wahrscheinlich ist das hier verstrahlt. Oder zumindest ist hier ein Gift. So, ach du Gott. Nein! Ja, Mutanten greifen hier gerade meinen Partner an. Ah! Ja, geht ja schon gut los hier. Blut überströmt. So. Ah, noch einer. So, damit hätten wir jetzt die Mutanten hier. Hier oben ist noch einer. Ich habe eine Küchenschabe. Eine ziemlich gewaltig große. Lass uns gemeinsam ziehen. Ja. Ey. Ja, willkommen hier in der Stadt. Und hier ist es, Artyom. Und kommen, Bulma, bitte kommen. Ende.
Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe aufgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Mein. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Werden wir mal alle hier unsere Arsch retten? Ja, machen wir ja. Ah ja, Munition alle. Perfekt. Ja, und wo kriege ich jetzt Munition her? Ja, super. Ja. Scheiße! Dämonen! Dämon? Dämon? Oh, shit! Shit! Nein! Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morden folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Verlassene Bilder. Bin ich? Wo bin ich? Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Ja. So, hier angekommen in einem Lager. Können wir erstmal das Licht ausmachen oder anmachen. Sehr praktisch. Ja, schauen wir uns mal hier um. In der Unterwelt. Oh Gott. Ich habe schon Schlimmeres zu machen. Ja, Nikolai. Was haben Sie? Sie haben Farbknallen. Das ist nicht mein Fuß. Hallo, Artyom. Guten Tag. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? So, werden wir jetzt mal hier hochgehen mit und... Wir werden sehen, was Hunter sagt. Genau, werden wir das mal tun. So, hier angekommen, wie gesagt, in den Lager, im Untergrund von Moskau oder einem russischer Stadt, ich weiß es nicht. Ja. Mein Bruder, das ist Alexei. Er war am Außenposten. Keine Besuche. Petro.
Oder ist jemand dabei? Hat ihn jemand gesehen? Ah, du bist es! Komm herein, Alex. Hallo, Adios. Hallo. So, hier in einem Krankenhaus. Ich bin heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen auch ihnen das Gehirn kaputt. Und Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr. Ja, wir sind hier angekommen in einem Lazarett. Oder Friedhof. Ja, Haufen Verwundete, wie man sieht. Er weiß. Ich komme. Nein. Nein, bleiben Sie von mir weg. Ja, was ist jetzt los? Es ist schon dunkel, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Was soll ich machen? Moin. Willkommen, Hunter. Danke, jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Guten Tag. Hallo, Hunter. Was ist neuerdings da draußen los? Zwei sind von der letzten Station und den Untoten, die eure Tunnel heimbuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musst du an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, auch wenn es etwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Einstellige Wer war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Hol die Stelle eine Waffe. Ja, Waffen, ja, Waffen. Wo sind meine Waffen? Ja. Artyom, hol dir eine Waffe. Wo? Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Ah. Es ist das Krankenhaus. Revolver, toll. Maschinenpistolette gelangt. Dreckige Viecher hier! Kommt jetzt auf einmal alle her! Ah! Fuck! 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 Ah, oh, gleich so viele und ich hab bloß einen Revolver hier, das ist... Bist du okay? Ja, ja, bitte schön. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosales auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist los mit dir geschehen, Alex?
Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Nein! So, wir sind jetzt hier angekommen in der U-Bahn-Station. Ja, wo sie uns durchbrochen haben. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Naja, ist schon gut. Ich weiß schon, was du willst. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. So, mein Lieben, da würde ich sagen, war das jetzt der erste Part hier vom Metro 2033. Ja. Mir gefällt es schon ziemlich gut und freue mich schon auf die nächsten Teile, die ich jetzt hier rausbringe über das Spiel. Ja, hier bei DLPTV sehen wir uns im zweiten Part wieder, wenn es heißt, ja, Metro Zombies ab morgen. Danke.